wenn ich das feststelle, dass ich von diesen Leuten, von den Politikern, von den Medien belogen werde, dann bröckelt die Projektionsfläche und dann werde ich eben mit den ungelösten Emotionen konfrontiert. Und damit das nicht passiert, halten die Menschen die Idee aufrecht, dass Tagesschau, die Politiker und die Medien, dass das alles in Ordnung ist, dass ich mich daran orientieren kann. Ja, das ist also irgendwann auch eine Entscheidung. Das ist auch in Therapien so. Es gibt Menschen, die wollen diesen Schritt nicht machen. Und wenn wir das als Menschheit, als Gesellschaft nicht schaffen, dann werden wir uns vernichten. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast-Interview. Und ich begrüße heute den Gopal Norbert Klein. Und wir sprechen heute über ja, die aktuelle Situation, wie sich das auf unsere Psyche auswirkt, was das mit Traumata zu tun hat und was es da für Lösungsmöglichkeiten gibt, um da ja, gut damit umzugehen und vielleicht auch ja, den nächsten Schritt in der Entwicklung zu gehen. Hallo Gopal, schön, dass du heute dabei bist. Und ja, vielleicht kannst du auch noch kurz ein bisschen was über dich und deine Person sagen, bevor wir gleich richtig starten mit dem Interview. Ja, gerne. Hallo Sören, freut mich, dass das stattfindet hier, dass wir ein bisschen was von dem Wissen ja, weitergeben können zu meiner Person. Im Prinzip, ja, ich habe mich seit meiner Kindheit, muss man fast sagen, mit den Themen Psychologie, Meditation, Heilung beschäftigt, einen ganz langen eigenen Leidensweg durch und bin immer mehr auf das Thema Trauma gekommen und habe dann irgendwann durch eine eigene Therapie erfahren, dass Trauma oder das Wissen und die Arbeit mit Trauma der Schlüssel ist, um das Leiden aufzulösen. Und habe in der Folge dann mich ausbilden lassen in verschiedenen Traumatherapieverfahren, habe Bücher geschrieben dazu, mein eigenes Verfahren entwickelt und bin jetzt sozusagen international tätig und versuche, das Wissen über Trauma in die Gesellschaft zu bringen, weil ich sehen kann, dass das die Ursache aller Probleme ist, die wir haben. Und sobald wir das Verständnis dafür haben, haben wir auch die Möglichkeit, das aufzulösen. Und im Moment fehlt uns einfach das Verständnis über unsere Situation und deswegen kommt diese Gesellschaft hier einfach nicht in einen, ja, wie soll ich sagen, in einen harmonischen Zustand. Genau, wir sind ja quasi aktuell von einem harmonischen Zustand sehr, sehr weit entfernt. Und dann wäre meine erste Frage an dich. Wie schätzt du denn die aktuelle Situation als Heilpraktiker für Psychotherapie oder als auch Therapeut mit sehr viel Erfahrung? Wie schätzt du das insgesamt ein? Wie könnte man das zusammenfassen? Was sind für dich so die wichtigsten Punkte, Erkenntnisse, um das Ganze jetzt erstmal einzuordnen, so dass wir eine Basis haben, wo wir auch unser Gespräch darauf ja aufbauen können. Naja, erstmal ist es wichtig zu begreifen, dass eigentlich nichts wirklich Neues passiert ist oder passiert. Es wird nur was sichtbar, was die ganze Zeit schon da gewesen ist in den Menschen, aber wie geruht hat. Und was sichtbar wird oder geworden ist und was wir die ganze Zeit erleben, ist, auf welchem niedrigen Entwicklungsstand wir als Menschen uns bewegen. Das heißt, wir haben Politiker, sogenannte Wissenschaftler, die lügen, bewusst lügen, Machtmissbrauch betreiben, Schaden anrichten. Ja? Und auf der anderen Seite Menschen, eine Bevölkerung, die jeden Unsinn glaubt, die alles mitmacht, was man ihnen sagt, die sich zerstören lässt, vergiften lässt letztlich und so weiter. Das heißt, wir haben zwei Pole oder es werden zwei Pole in der Gesellschaft sichtbar von Beziehungsstrukturen, die nicht auf die Erwachsenenebene gehören, die nicht die Ebene von bewussten, gesunden Erwachsenen darstellen. Und das war aber vorher schon vorhanden. Das ist nicht durch die Situation jetzt sozusagen hinzugekommen oder verursacht, sondern wir waren noch nie weiter als diese Stufe, nur das wird jetzt erst sichtbar. Und der Kern all dieser Dinge, die ich jetzt beschrieben habe, ist die Unfähigkeit der Menschen und der Gesellschaft als Ganzes in einen wirklichen Kontakt zu kommen. Und zwar über das, was in ihnen passiert. Wir sind in Überlebenskämpfen verloren gegangen oder sind da drin verloren, die aus früher Kindheit stammen. Und die gesamte Gesellschaft zirkuliert da drin rum. Und das ist das Problem. Und die Situation ist einfach, das macht alles sichtbar. Das ganze Desaster dieser Gesellschaft wird dadurch sichtbar. Okay, das heißt, wir haben einmal ein Problem, das aber schon immer da war oder schon sehr lange da war. Und wir haben auch jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass das alles hochkommt, dass es sichtbar wird, da sehr viel zu transformieren. Könnte man das so
sagen, ganz vereinfacht. Ja, auf jeden Fall. Also man könnte sagen, seit den letzten mehreren tausend Jahren hat sich überhaupt nichts verändert. Wir haben keinerlei Fortschritt gemacht. Seit tausenden von Jahren passiert immer dasselbe. Und Fortschritt bedeutet ja, dass wir in einer vertieften Art und Weise in Kontakt treten können. Aber wir entfernen uns letztlich immer weiter davon. Also eigentlich müsste man sogar sagen, wir gehen rückwärts in der Entwicklung. Wir entwickeln uns immer weiter in die Destruktivität rein, weg vom ehrlichen Austausch, weg vom Miteinander. Ja, es wird immer, ja, immer zerstörerischer. Und genau, gleichzeitig durch das Leiden, was entsteht, haben wir die Möglichkeit und werden auf eine Art auch gezwungen, dahin zu gucken. Ja, also die Möglichkeit zur Transformation bedeutet, dass wir gezwungen werden, weil wir es nicht freiwillig machen. Die Gesellschaft als Ganzes macht es nicht freiwillig, dahin zu gucken, und wir werden gezwungen. Und jetzt zum Beispiel haben wir jetzt vor kurzem, ja, ich will jetzt nichts Konkretes nennen, aber zum Beispiel gibt es Situationen, wo zum Beispiel Kinder sehr geschädigt wurden und die Eltern Mediziner sind. Und das ist wie ein Wachrütteln. Ja, jetzt mal auf dieser ganz äußeren Ebene. Da werden also Menschen richtig wachgerüttelt. Und zwar jetzt, ob sie wollen oder nicht. Ne? Wenn sozusagen das Kind gelähmt ist und schwerbehindert, dann müssen die Eltern aufwachen. Die werden gezwungen, die können nicht mehr anders. Sie müssen hingucken und sich damit beschäftigen. So ein Beispiel. Aber letztlich geht es ja darum, dass wir sehen, wie wir miteinander eben nicht in Kontakt sind, sondern dass wir miteinander oder gegeneinander vielmehr am Kämpfen sind. Und wenn wir das sehen können und irgendwann keine Lust mehr haben, dann haben wir eine Chance. Wenn aber die meisten nicht von diesem Kampf abrücken wollen, dann bringen wir uns als Menschheit um. Ja, das ist also irgendwann auch eine Entscheidung. Das ist auch in Therapien so. Es gibt Menschen, die wollen das nicht. Die wollen diesen Schritt nicht machen, mit dem Kampf aufzuhören und stattdessen in die Kommunikation zu gehen. Das ist ein grundlegender Schritt. Ja. Und wenn wir das als Menschheit, als Gesellschaft nicht schaffen, dann werden wir uns vernichten. Okay, das sind auf jeden Fall ein paar interessante Aussagen von dir. Da können wir nochmal deutlich tiefer einsteigen, obwohl das waren jetzt schon so viele neue Gebiete, die sich da jetzt ergeben haben. Können wir nachher nochmal ausführlicher darauf eingehen. Was mich zum Beispiel interessiert, du hast ja diesen Fall angesprochen mit dem Kind, was jetzt eine schwere Behinderung hat nach einer Injektion, wo die Eltern halt einen medizinischen Hintergrund haben. Könntest du dir vorstellen, dass selbst in, also ich denke, du kannst dir vorstellen, aber kann es sein, dass halt Menschen, die das schon so quasi vor, also die ja den Hinweis so stark bekommen haben, dass sie sich trotzdem da wehren, da genau hinzuschauen? Also welche Mechanismen gibt es da auch, die einem davon abhalten, da dann hinzuschauen, obwohl es schon so stark, so offensichtlich und auch so schmerzhaft ist? Die Schöpfung ist ja so angelegt, dass die sich selbst schützt und dass sozusagen der Weg geht immer in die Bewusstseinsentfaltung. Und das Leben ist so angelegt, dass wir sozusagen, das hilft, das Leben, das hilft uns. Und man kann sagen, wenn wir die harmlose Lektion nicht begreifen, dann gibt es einfach ein bisschen eine härtere. Ja, und wenn wir das nicht begreifen, dann noch härter. Und irgendwann, wenn wir einfach nicht hingucken wollen und einfach diese Veränderung nicht machen wollen, die ja zu unserem Guten wäre, das ist wie wenn wir auf einen Abgrund zurennen und dann 30 Kilometer vorher winkt vielleicht jemand und sagt, du, wo willst du da eigentlich hin? Ja, und 1 Kilometer vorher schreit jemand und 10 Meter muss ich dem eins auf die Nase hauen, damit er sich nicht da zu Tode stürzt. Also sozusagen, die Maßnahmen werden immer krasser und leidvoller, je näher wir uns dem Abgrund, je näher wir dem Abgrund kommen. Und jetzt das Beispiel mit dem Kind, da meine ich, ist das Limit erreicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Eltern, die das erleben, dass sie dann ihre Idee immer noch aufrechterhalten, dass das System es gut meint, dass alles in Ordnung ist, dass das irgendwie ein dummer Zufall war oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist auch zu sehen an den konkret, ich habe die Reaktion der Eltern gesehen, die auch Pressekonferenzen jetzt gemacht haben und tatsächlich jetzt wirklich in die Öffentlichkeit gehen und selber jetzt plötzlich helfen, bei der Aufklärung mithelfen. Also sobald es an die eigenen Kinder geht, glaube ich, da ist das Limit erreicht. Und das ist auch so ein bisschen so meine Hoffnung.
dass es an dieser Stelle ist dann Schluss. Okay. Ja, die Kinder sind ja auch ein sehr wichtiges Thema. Da können wir nachher auch noch ein bisschen genauer drüber sprechen, wie das auf deren Psyche, auf deren Entwicklung einwirkt, was die für Traumata dadurch abbekommen. Nochmal kurz auf dein sprachliches Bild zurückzukommen mit man läuft auf den Abgrund hinzu, 30 Kilometer vorher schon der erste Hinweis und dann 10 Meter vorher die Faust ins Gesicht. Es gibt aber wahrscheinlich trotzdem Leute, die nach dem Faustschlag trotzdem noch runterrennen möchten, oder? Also gibt es solche Fälle? Ja, es gibt die Situation, dass jemand im Prinzip diesen Zusammenbruch braucht, um dann von dort neu zu starten. Und das kann sogar so sein, dass man auch Einzelmenschen tatsächlich helfen muss, möglichst schnell in diesen Zusammenbruch zu kommen, damit dann der Neustart stattfinden kann. Ja, das geht jetzt einfach in den Bereich von Therapie und so weiter rein. Wenn das System so destruktiv ist, dann und da zu wenig Ressour also zu wenig Aussicht auf andere Erfahrungen vorhanden ist und diese Änderung einfach zu unattraktiv ist, dann sozusagen zerstört sich das System selber bis zum Zusammenbruch und dann ist eben wie so ein kurzer Moment, wo Pause ist, wie so eine Lücke, ne? Und von dort kann es dann sein, dass derjenige dann neu startet. Aber natürlich, es gibt auch die Situation, dass jemand sich tatsächlich auch umbringt. Diese Situation gibt es ja auch. Ja, und wann bringt sich jemand um? Kann man ganz einfach sagen, jemand bringt sich dann um, wenn er jede Hoffnung auf Verbindung in sich selbst abgetötet hat. Das ist der Moment, wo jemand Suizid begeht. Okay. Sobald noch irgendein Helmchen an Hoffnung vorhanden ist, dass ich doch irgendwie in Verbindung treten kann mit anderen Menschen, bringt sich jemand nicht um. Okay. Ja, also abgesehen von anderen extremen Sachen wie Schmerz und sowas. Also jetzt mal rein aus psychischer Sicht. Ja. Okay, das wäre ja quasi der bewusste Suizid, den du gerade angesprochen hast. Aber vielleicht gibt es gibt ja auch die Möglichkeit, dass jemand immer weiter in eine Richtung geht, die offensichtlich ihm nicht gut tut, aber trotz, also dass der, wenn es diesen Weg weitergeht, dass es zu sehr, sehr großen Problemen oder vielleicht sogar zum Tod führen könnte. Wie kann sowas passieren? Ja, ganz einfach. Das kann man ganz einfach erklären. Das ist fehlende Bindung. Ja, wenn ich keine Bindung habe zu anderen Menschen, dann suche ich mir Ersatz und ein Ersatz sind Massenmedien. Da erlebe ich eine Pseudo-Bindung, einen Pseudo-Elternersatz. Ja, und das ist ja der Grund, warum die Menschen dann blind diesen Dingen folgen. Ja, weil sie nicht erwachsen geworden sind. Sie sind immer noch Kinder und suchen sich Elternersatzprojektionsflächen. Ja, und die Massenmedien bieten uns das an. Ja, die Politiker reden ja teilweise mit uns wie mit kleinen Kindern. Das machen die bewusst, ne? Das ist Massenhypnose, NLP und was da alles reinspielt, das ist eine ganze Wissenschaft. Und aber die sind nicht alleine schuld daran, sondern der andere Teil ist eben die Bevölkerung oder die Menschen, die eben nicht aufgrund ihrer eigenen katastrophalen Erfahrungen mit ihren Eltern nicht erwachsen geworden sind und scheinbar diese Konstellation noch brauchen. Wenn sie erwachsen wären, würden sie als Erwachsener dahinschauen und feststellen, das fühlt sich komisch an und es überprüfen und dann rausfinden, was die uns erzählen, ist alles gelogen oder zum größten Teil gelogen, ist es Manipulation, ist es zerstörerisch, da wollen wir nicht lang, wir wollen diese Leute nicht in diesen Führungspositionen. Das kann aber nur ein Erwachsener. Ein Kind hat nicht die Möglichkeit, einen solchen Kontext zu entwickeln. Also ein kleines Kind, was zum Beispiel traumatisiert wird, kann nicht den Kontext entwickeln oder den Kontext haben, dass die Eltern böse sind, ja, und dass ich hier aussteigen muss. Das geht nicht, weil es abhängig ist von diesen Eltern. Und das Spiel geht eben weiter, auch wenn man als physisch Erwachsener von niemandem mehr abhängig ist. Aber um diesen Konflikt nicht anrühren zu müssen, suche ich mir eben solche Flächen und passe mich dann an und befolge alles. Und damit scheint die Welt in Ordnung zu sein. Und gleichzeitig führt es uns in den Abgrund, ja. Und dass die Ursache darunter ist, wie gesagt, dass die Menschen nicht bindungsfähig sind und damit nicht in ihre Kraft kommen. Ein kleines Kind ist hilflos gegenüber Gewalten im Außen. Und so sind auch die Erwachsenen. Wir haben oder die Bevölkerung ist nicht in der Kraft. Das sind alles herumirrende, hilflose Kinder. Und darüber sind dann alle möglichen Kompensationsvorgänge wie Karriere und was auch immer, Besitzanhäufung etc. Aber im Kern
Ja, sind die Menschen schwach? Die fühlen sich schwach, sonst würden wir als Gesellschaft uns zusammentun und den Unsinn beenden, der hier stattfindet. Und vor allem das überhaupt erst erkennen, dass da Unsinn passiert. Und das würde aber das Elternbild bedrohen. Ja, wenn ich das feststelle, dass ich von diesen Leuten, von den Politikern, von den Medien belogen werde, dann bröckelt die Projektionsfläche und dann werde ich eben mit den ungelösten Emotionen konfrontiert. Und damit das nicht passiert, halten die Menschen auf Biegen und brechen die Idee aufrecht, dass Tagesschau alles und die Politiker und die Medien, dass das alles in Ordnung ist, dass ich mich daran orientieren kann und dann kann ich mich zurücknehmen, muss nicht in meine Kraft und nicht in den Erwachsenen gehen und kann mich eben mit als Kindanteil da schön bedienen lassen. Problem ist eben, wie gesagt, wenn mich das Ganze in den Abgrund führt. Ja. Okay. Was man da tun kann, können wir später noch besprechen, also was da für Möglichkeiten gibt, um da tiefer reinzugehen, um die Sachen aufzulösen, um da in die Eigenverantwortung zu gehen. Du hast jetzt schon ein paar Mal das Thema Kinder angesprochen. Welche Auswirkungen haben denn die Maßnahmen, sei es jetzt Maskenpflicht, sei es Abstand halten, sei es im Fernsehen darf Fußball gespielt werden und die Kinder dürfen selber nicht spielen, sei es auch solche Geschichten wie Ausgangssperren und so weiter und so fort. Was stellt das mit der Psyche der Kinder an? Ja, ist auf jeden Fall nicht förderlich. Es erzeugt Stress. Ja. Und es ist ja wie so ein Widerspruch, ne? Das ist gegen unsere Bedürfnisse gerichtet. Es ist letztlich das, was man als traumatische Zange bezeichnet. Traumatische Zange bedeutet, dass ich einer Gefahr ausgesetzt bin oder einer erlebten Gefahr und gleichzeitig Ohnmacht. Das ist der Cocktail, in dem Trauma entsteht. Ja? Das ist das, mit dem der Körper nicht zurechtkommt, weil Gefahr bedeutet, der Körper macht sich bereit für Kampf und Flucht, der setzt alle Energie frei für massiven Körpereinsatz, aber er ist ohnmächtig und kann nichts tun. Das heißt, es ist wie wenn ich Vollgas und Bremse in einem Ferrari gleichzeitig durchdrücke. Und das ist für den Organismus katastrophal. Ja, und das ist ja das, was Kinder erleben. Eine Gefahr von außen durch Autoritäten, durch angeblich diesen Virus, durch Bestrafung. Ja, also eine riesen Bedrohung. Und gleichzeitig kann ich nichts machen, weil die Bedürfnisse der Kinder werden nicht gehört. Da interessiert sich keiner dafür, was die Kinder möchten. Die müssen Befehle ausführen. Die müssen Dinge tun, die ihnen nicht gut tun. Ja, und das ist eben, das ist eine Katastrophe, ja, und das ist, kann man auch als Folter bezeichnen, eine staatliche Folter, weil was anderes ist das nicht. Und das heißt, es wird in jedem Fall katastrophale Auswirkungen haben auf die Kinder, auch langfristig. Da werden die bewusst oder unbewusst für lange, lange Zeit werden die damit zu tun haben. Und es ist alles, wie soll ich sagen, alles, was unsere Entfaltung, vor allem in die Kraft behindert, sorgt dafür, dass wir einfach später gefügige Bürger werden. Ja? Das heißt, man könnte auch sagen, ohne Bindungstrauma gibt es keine Diktatur. Das geht gar nicht. Die Kinder, die können nicht in ihre Kraft kommen, wenn diese Energie in ihrem System, wenn die in irgendeiner Form dauerhaft unterdrückt wird. Und das geschieht in Familien, in einem Einzelsetting, ja? Zum Beispiel, wenn eben das keinen Raum hat, wenn die Eltern nicht fähig sind, damit umzugehen, das Kind unterdrücken oder bestrafen, dann haben wir nachher einen schwachen, abhängigen Erwachsenen. Zumindest wird er sich dann so fühlen. Und das passiert hier als Kollektiv. Ja. Es wird eine Generation von Untertanen damit erzeugt, um es mal überspitzt auszudrücken. Das heißt, wenn ich herrschen will, Macht ausüben will, Macht missbrauchen, Ausbeutung, dann muss ich das so machen. Ja, und die Beispiele gibt es ja auch aus dem Dritten Reich, wo es ja sogar Bücher gab, wie man Kinder schwerst bindungstraumatisiert direkt nach der Geburt. Das wurde als Erziehungsratgeber verkauft. Warum macht man das? Damit eben die Menschen nicht in ihre Kraft kommen. Kraft bedeutet Kommunikationsfähigkeit und damit kann ich sie nicht mehr beherrschen. Ne? Und das ist das ganze Szenario. Also zusammenfassend könnte man sagen, das, was wir jetzt schon haben oder was wir jetzt schon die ganze Zeit hatten, würde noch mal schlimmer werden, also für die Kinder beziehungsweise für die Erwachsenen später durch diese ganzen Maßnahmen, wie sie jetzt sind.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das kommt noch drauf. Ja. Okay. Aber man darf nicht vergessen, wir müssen einfach gucken, dass entscheidende Punkt ist nicht dieses Szenario, was wir haben jetzt im Außen, sondern der entscheidende Punkt ist das Verhältnis der Eltern zueinander. Das ist das, woran sich das Kind und der Organismus des Kindes orientiert. Wenn die Eltern es schaffen, eine gute Beziehung zu haben, indem sie sich ehrlich austauschen und in der Regulation sind, dann wirkt dieses Szenario auf das Kind nicht so ein, wie wenn das nicht der Fall ist. Also wir müssen einfach auch gucken, dass wir nicht von dem wichtigsten abkommen. Das eigentliche Problem ist die Beziehung der Eltern. Das ist der entscheidende Punkt für die Entwicklung des Kindes. Deswegen geht es auch immer nur darum, es kommen ja auch Eltern zu mir und die sagen, unser Kind hat ein Problem. Nein, das Kind hat kein Problem, sondern die Eltern haben ein Problem in ihrer Beziehung und das Kind lebt sozusagen die nicht ausgetauschten Anteile aus. Ja. Es geht also immer nur um die Beziehung zu Eltern und deswegen wäre auch der primäre Ansatz jetzt für uns oder jetzt für die zuschauen, dass wir einfach wirklich den Fokus darauf richten, weil wir können das Ganze im Moment nicht direkt beeinflussen. Wir können jetzt nicht sagen, damit soll Schluss sein. Ja, wir können uns engagieren, aber direkt hat es keine Auswirkung. Aber was wir immer machen können, ist, wir können als Eltern unsere Beziehung vertiefen. Und das ist das Wichtigste. Das ist der eigentliche Schutz der Kinder. Und wenn wir das machen, dann wird sich auch langfristig die Gesellschaft ändern, weil das ganze Drama, was wir jetzt haben, basiert wiederum nur darauf, dass Eltern nicht vollständig in Kontakt sind. Das führt zu traumatisierten Kindern, das führt zu einer Gesellschaft, die man unterwerfen, versklaven und belügen kann. Also es hängt alles miteinander zusammen. Aber der Schlüssel ist die Beziehung der Eltern zueinander. Okay, das, ja, was du jetzt schon mehrfach angedeutet hast oder skizziert hast, was so Richtung Untergang geht, das ja heißt auf jeden Fall, wir sind schon ja ziemlich weit fortgeschritten auf dem Weg Richtung Zerstörung. Das Wort hast du, glaube ich, auch schon ein paar Mal benutzt. Du hast auch schon ein paar Lösungsmöglichkeiten angedeutet, wie zum Beispiel in Beziehungen gehen, dorthin schauen, wo es vielleicht sehr, sehr weh tut am Anfang. Was sind dann deiner Erfahrung nach dort die wichtigsten Punkte oder vielleicht auch, womit sollte man anfangen? Wo kann jeder selbst einen Teil dazu beitragen, dass das, was wir aktuell erleben, ja, sich zu einem Positiven verändert? Ja, das Wichtigste ist, dass man mit dem ehrlichen Mitteilen anfängt, und zwar in seiner Partnerschaft. Das ist der Hauptschlüssel. Wenn die Paare, weil warum Paare? Paare ist die letzte Insel von Licht, könnte man sagen. Das ist die letzte Insel, wo es sowas wie Gemeinschaft, Verbindung noch gibt. Auch das funktioniert ja fast nirgendwo mehr richtig. Aber das ist die letzte Möglichkeit, wo es sowas wie eine sichere Verbindung gibt. Das ist der letzte Ansatzpunkt, den wir haben, und den müssten wir wieder vertiefen. Das heißt, die ganze Gesellschaft muss in eine Kultur oder in ein Setting reinkommen, wo das im Mittelpunkt steht, dass sich Paare ehrlich austauschen und somit lernen, in Beziehung zu treten. Und wenn sich das vertieft, ja, dann regulieren sich die Nervensysteme, dann geht es den Menschen gut, dann geht es den Kindern gut und das gut. Und das ist wie so eine Lichtblase. Und jeder, der mit diesem Paar oder mit diesem Pärchen in Berührung kommt, der kriegt davon was ab. Ob er das bewusst merkt oder nicht. Aber von diesem Paar gehen dann Informationen aus, dass Kontakt und Verbindung möglich ist. Und das färbt das ganze Umfeld ein. Und je mehr das machen, desto schneller kommen wir voran. Das ist also der Hauptschlüssel. Ja, ehrliches Mitteilen in der Partnerschaft. Wer Okay. keinen Partner hat, der macht das mit dem Menschen, der ihm am nächsten steht. Wer gar niemanden hat, scheinbar, der sucht sich eine lokale Gruppe. Ja, ist auf meiner Homepage zu sehen, wo die sind. In jedem Fall brauchen wir ein Gegenüber. Die Lösung ist, auf neue Art mit den Menschen, die uns nahe sind, umzugehen. Das ist die Lösung für alle Probleme. Wenn wir das nicht machen, sind alle Aktivitäten an der Peripherie sinnlos. Und natürlich kann man sich trotzdem politisch engagieren und so weiter, ist auch wichtig. Aber wenn wir diesen Punkt nicht realisieren, dann wird sich nichts wirklich ändern. Ja. Also das ist das, wo man direkt anfangen kann. Und das Einfachste ist, dass man anfängt, über seine Gefühle zu sprechen. Das sind Sätze, die so anfangen wie mit: ich fühle mich traurig, ich fühle mich wütend, nervös, unklar. Ja,
Kannst du noch mal ganz kurz und knapp sagen, was ehrliches Mitteilen bedeutet? Du hast ja sehr viele Videos dazu auf deinem Kanal, aber noch mal für die Leute, die das jetzt zum ersten Mal hören. Ja, ehrliches Mitteilen bedeutet, dass wir wirklich in Kontakt treten, weil nur Kontakt ist das, was unser Nervensystem in die Regulation bringt, weil es uns Sicherheit bietet. Solange wir das nicht schaffen, ist unser Körper im Stress und wir müssen kompensieren. Ehrliches Mitteilen bedeutet, dass wir tatsächlich etwas von uns mitteilen, von unseren Körperempfindungen, von unseren Gefühlen vor allem und von unseren Gedanken. Das machen wir im Moment nicht. Wir reden im Moment so, als ob das, was in unseren Gedanken ist, die Realität ist. Wir wollen, dass der andere unserer Geschichte zuhört. Ne? Zum Beispiel, gestern habe ich das gemacht, morgen mache ich das, dann ist das und dann habe ich das erreicht und das hat nicht geklappt und bla 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 bla. Und wir wollen, dass der andere dieser Geschichte zuhört, weil wir selber mit der Geschichte identifiziert sind. Das ist aber kein Kontakt. Das ist Energiesaugen, das ist leer, das nährt uns nicht, das ist trennend. In Verbindung kommen wir, wenn wir das, was in uns ist, mitteilen, aber mit Abstand, das heißt ohne Identifizierung. Das kann zum Beispiel so aussehen: In meinem Körper spüre ich gerade Wärme, in meinem Bauch spüre ich gerade Entspannung. Da ist ein Gefühl von Traurigkeit oder ich fühle gerade Freude oder ich fühle gerade Wut und Hass. Ja. Und das Schwierigste ist eben, die Gedanken so mitzuteilen, dass wir nicht identifiziert damit sind. Also einfach mal den Unterschied. Wenn ich sage jetzt mal ein paar Sätze mit Identifizierung und dann sage ich so ohne und dann kann jeder, der zuschaut, einfach mal den Unterschied spüren. Also gestern war ich beim Abendessen da und da und dann habe ich mich mit dem unterhalten und tolles Abendessen und morgen muss ich noch das und das machen. So, wie fühlt sich das an und wie fühlt sich an, wenn ich sage, in meinem Kopf sind gerade Gedanken an das Abendessen von gestern, mit wem ich da gesprochen habe. Und das sind auch noch Gedanken an die Termine, die jetzt in den nächsten Tagen anstehen. Das macht einen Unterschied. Das eine ist leer und energiesaugend, das andere ist verbindend und regulierend. Und das, wenn wir das üben, dann kommt alles in die Transformation und in die Regulation. Und dann fühlen wir uns energetisiert, verbunden, glücklich, dann ist die Welt in Ordnung. Und jeder, der das so macht, der das präzise macht, erfährt diese Transformation. Ja, das heißt, es ist eigentlich in Anführungsstrichen ganz einfach, aber andererseits auch wahrscheinlich ziemlich schwierig, weil viele oder ja, wir alle oder fast alle voll eingefahren sind in diesen, auch in diesen Mustern, beziehungsweise in diesen Kommunikationsmustern. Genau, exakt. Wir werden systematisch davon weggebracht. Wir sollen das nicht machen, weil wenn wir das machen würden, da würde eine derartige Kraft frei werden, da wären wir nicht mehr beherrschbar. Ja, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was da für eine Kraft frei werden würde. Wir sind lauter Individuen, also lauter getrennte, herumirrende Individuen, die nicht mehr wissen, wie das Leben funktioniert, wie wir uns verbinden sollen, wie wir uns synchronisieren sollen. Es ist ein einziges Durcheinander, Chaos aus Konflikten und Rückzug und Aufgabe und Betäubung. Und wenn wir das aber so machen, dann kommen wir wieder zusammen. Aber dann begegnen wir eben uns und eben auch den Emotionen, die früher halt sehr schlimm waren und nicht integriert werden konnten. Und davor will uns das System auch schützen. Ja. Das möchte, auf eine Art möchte das da nicht hin, weil es denkt, es ist immer noch gefährlich. Aber das ist es heute als Erwachsener zum Glück nicht mehr. Deswegen können wir das machen. Okay. Viele Menschen, die nicht kritisch darüber nachdenken, die nicht vielleicht, also noch nicht das Bewusstsein haben, oder nicht die Information, nicht das Wissen haben, sind ja also sehr, also haben es mit der Angst zu tun, sind sehr verängstigt. Die haben Angst vor einem Virus, haben Angst vor einer bestimmten Krankheit, haben Angst. Ja, also diese Ängste kann man sich ja erstmal anschauen. Dass es dann auch Existenzängste gibt und so weiter und so fort, die auf jeden Fall berechtigt sind, ist ja nochmal was anderes. Aber wie. Ja, wie kommt es zu diesen Ängsten, dass man voll in diesem Film drin ist und ja, gar nicht mehr rauskommt da? Was ja anscheinend zumindest eine gewisse Prozentsatz der Bevölkerung sehr betrifft. Ja, zuerst müsste man sagen, dass eigentlich keinerlei Ängste eine Realität im Außen haben. Also alle Ängste sind nur Projektionen aus der Kindheit.
man kann sagen, also ich unterscheide das immer mit Furcht und Angst. Ja? Also Furcht hat eine Realität im Außen, zum Beispiel wenn jetzt, wenn ich einer Bedrohung ausgesetzt bin, dann passiert was im Körper. Ja, das könnte man Furcht nennen. Aber diese Ängste, unter denen wir leiden, auch Existenzängste, das sind immer Projektionen aus der Kindheit. Und wie passiert das? Das Szenario, was wir haben, das ist einfach eine großartige Möglichkeit, Anteile auszulagern, Dinge auszulagern und zu projizieren. Weil es eine scheinbare Realität hat. Also das ist einfach ganz hinterhältig. Also zum einen können wir ja keine reale Erfahrung machen mit diesem, was uns da scheinbar bedroht. Ja, man erzählt uns Dinge, da ist was Gefährliches, aber wir können selber damit wir können nicht direkt erfahren. Ja, also wenn ich ein Monster habe oder ein Tier, dann und ich gucke da hin und gehe an den Käfig und das mache, ja, dann habe ich eine direkte Erfahrung von Bedrohung. Die kann ich aber mit diesem Ding nicht machen. Mit dem, was man uns da erzählt. So, das heißt, es ist eine reine Geschichte im Kopf. Ich kann keine direkte Erfahrung damit machen. Und damit bin ich einfach super manipulierbar, weil ich kann es nicht überprüfen. Also geht es um die Kopfebene. Und alles, was man dann an Infos bekommt, ja, muss man so nehmen, weil man kann es nicht direkt überprüfen. Das heißt, wenn jetzt das Szenario wäre, dass draußen sehr viele große Monster rumlaufen würden, die man auch auf Video sehen kann, die vielleicht schon einzelne Menschen auch gesehen haben oder gehört haben und so weiter, dann wäre das nochmal eine andere Geschichte. Das wäre eine völlig andere Geschichte, weil dann könnte ich zu diesem Monster hingehen und das Monster fragen, du, bist du eigentlich wirklich böse? Auf mich willst du mich umbringen? Und dann sagt das Monster entweder ja, oder sagt nein. So, und dann weiß ich aber, was Sache ist. Und diese Ängste, die wir haben, das sind immer Ängste aus der Beziehungsebene der Kindheit, die darauf projiziert werden. Sonst könnte man diese Ängste gar nicht auslösen. Das wäre unmöglich. Das wäre unmöglich. Jemand, der in Verbindung ist, in Verbindung lebt, der hat eine Orientierung an der Realität. Und der sieht, dass hier nicht ständig Menschen tot umfallen. Der guckt sich die Zahlen an und sieht, das, was man uns erzählt, stimmt hin und vorne. Ist alles gelogen und damit ist die Sache erledigt. Ja? Das geht aber nur, wenn man erwachsen ist und bindungsfähig ist. Ansonsten fällt man einfach darauf rein, weil das System lebt immer noch in der Angst vor Ablehnung oder Angriff. Das ist den Menschen aber nicht bewusst. Ja? Das sind also frei fluktuierende Ängste, die sich eigentlich nur auf die Beziehungsebene beziehen. So, und jetzt erzählt man uns, da ist eine Bedrohung im Außen und schon wird für diese diffusen Ängste haben wir eine scheinbare Ursache im Außen. Und das Kuriose ist, dass dadurch eine Art von Stabilität erzeugt wird, weil jetzt ist es endlich greifbar und außen. Ja? Das heißt, die Angst vor diesem Ding ist wie eine Art Erleichterung für diese Leute. Weil jetzt ist es außen, wir können was machen. Und die dagegen sind, sind die Bösen. Ja, das liefert auch viel Identifizierung, also viel Identität. Ja, das ist ein ganz hinterhältiges System, wie das ausgetüftelt ist, wie das funktioniert. Ja, das ist fast ein Kunstwerk, müsste man sagen. Früher hat man das mit Gott gemacht. Ja, dieselben Prinzipien, Angst und Schuld. Ja, nur daran glaubt heute keiner mehr. Das funktioniert nicht mehr. Und das, was jetzt läuft, ist viel genialer, viel genialer. Wir brauchen diesen Gott gar nicht mehr. Wir haben dasselbe System, Angst und Schuld. Ja, und es gibt keine Möglichkeit von direkter Erfahrung. Wir können es nicht direkt überprüfen. Sehr hinterhältig, sehr hinterhältig. Aber wie gesagt, das kann nur funktionieren bei Menschen, die noch ungelöste Bindungstraumata in sich tragen. Sonst könnte das nicht funktionieren, weil man durch eine solche Fläche diese Ängste nicht sozusagen hervorholen könnte. So, jetzt andersrum, von der anderen Seite. Das Kuriose ist, dass jetzt, dass die Menschen, die am meisten Angst vor diesem Ding haben, das sind die, die sich am wenigsten dafür interessieren. Das ist das Kuriose. Warum? Weil wenn ich mich dafür wirklich interessieren würde, dann würde ich das studieren, ich würde mir die Zahlen anschauen, die Statistiken, ich würde alle Experten hören, bis ich ein klares Bild habe. Und dann wäre sofort klar, ist alles gelogen im Großen und Ganzen.
Dann würde aber die Projektionsfläche verschwinden. Und dann kämen die Gefühle. Also, was passiert mit den Leuten? Die gucken da dauernd hin, aber nicht wirklich. Die nutzen das nur, um das innere Inferno aufrechtzuerhalten. Die interessieren sich nicht wirklich dafür. Die schauen sich den ganzen Tag die Nachrichten an und die Horrorszenarien, um das Inferno im Nervensystem aufrechtzuerhalten. Aber sie gucken nicht wirklich hin. Ja, das ist das Verrückte. Deswegen, die sich dafür interessieren, für die ist die Sache relativ schnell geklärt. Und die das als Projektionsfläche brauchen, die gucken nur halb hin, nicht wirklich. Ne? Und da haben wir wieder den Punkt, dass es um Kommunikation geht. Das hat alles was mit Kommunikation zu tun. Weil Kommunikation ist Informationsaustausch. Und das bezieht sich auch auf dieses Dicken. Wenn ich also kommunikationsfähig bin und somit geheilt, erwachsen, weil das ist das Kriterium, dann trete ich, so gut es geht, mit diesem Ding in Kontakt, um die Realität herauszufinden. Und das machen diese Leute nicht. Sie treten nicht damit in Kontakt, sie forschen nicht, sondern sie blicken da nur hin wie eine Maus auf die Katze, erstarrt. Ja, das ist das Szenario, was damit aufrechterhalten wird. Und das macht es so schwer. Ja, deswegen kann man zum Beispiel auch diesen Leuten nicht mit Argumenten kommen. Das interessiert die gar nicht. Das erleben die als Bedrohung. Die haben Angst davor, dass man ihnen die Projektionsfläche kaputt macht. Und da kann man mit den tollsten Studien kommen, wie man will. Das nützt überhaupt nichts, weil das gar nicht der Punkt ist. Die wehren sich dagegen. Das geht ja sogar noch so weit. Ich habe von offiziellen Umfragen gehört, dass die Deutschen selbst ohne das Szenario, 50% der Deutschen will die Maske weiter tragen, auch wenn das Szenario zu Ende ist. Okay, das kann ich fast nicht glauben. Ja, man kann es nicht glauben, aber ich aus meinem Blickwinkel kann ich es verstehen. Ich habe das ja vorhergesagt. Ich habe das schon vor vielen Monaten vorhergesagt. Man wird den Menschen dieses Szenario nicht einfach wegnehmen können. Das ist ihr Hauptspielzeug, um die Projektion und ihr inneres Setting aufrechtzuerhalten. Das kann man denen nicht einfach wieder wegnehmen. Diese Umfrage beweist es, ja. Dieses Wegnehmen, was du gerade gesagt hast, also dieses Inferno aufrechtzuerhalten, das wird ja auch gemacht, weil man sich darin wohlfühlt, im Sinne von, dass man es gewöhnt ist, in diesem, sag ich mal, Milieu, diese Umgebung, diesen Zustand zu haben. Und das ist ja auch dann schwer, da rauszukommen. Ja, das ist der physiologische Zustand der Kindheit, wo keine adäquate Bindung entstanden oder vorhanden war und der Körper unter Stress war, ja. Und das wird eben jetzt heute nicht mit den Eltern, sondern mit diesem Ding aufrechterhalten. Und damit bin ich in derselben Physiologie wie als Kind. Damit wirkt es vertraut und real vor allem. Das ist das Irre. Als Kind war es ja real. Wenn ich mir heute Projektionsflächen aussuche, um die Physiologie wieder hochzufahren, dann wirkt das für mich genauso real. Deswegen ist das so schwer und fast unmöglich, Menschen aufzuklären. Ich habe das ja selber versucht. Ich habe eine ganze Demo-Tour durch Deutschland gemacht mit 11 Auftritten. Ich hab auch gedacht, man könnte die Menschen aufklären. Die brauchen nur die richtigen Informationen. Es funktioniert nicht. Die wollen das nicht. Man wird bekämpft. Ja. Und selbst man muss anders ansetzen. Ja, also das würde ja dann auch darauf zutreffen, selbst Leute, wo man denkt, okay, die sind studiert, die sind intelligent, die sind gebildet, also auch teilweise in Anführungsstrichen, also können nicht da differenziert denken, können nicht das kritisch hinterfragen, auch aufgrund dieser fehlenden Bindung sozusagen aus der Kindheit noch. Ja, genau, weil der Punkt ist nicht die Bildung. Sondern der Punkt ist die Bindungsfähigkeit. Und das sind Dinge, die völlig unabhängig voneinander sich entfalten können. Das heißt, wir können einen hochdekorierten Matheprofessor haben, der sich auf der Beziehungsebene wie ein dreijähriges Kind verhält. Und das ist der Punkt. Und wenn ich eben die Bindungsfähigkeit nicht entwickelt habe, dann bin ich eben auf die Massenmedien. Ja, dann bin ich wie abhängig von den Massenmedien. Dann bin ich von Elternersatz flächenabhängig, ja, und das ist einfach wichtig zu verstehen, die intellektuelle Entwicklung hat nichts mit der seelischen und mit der Entwicklung der Bindungs- und Beziehungsfähigkeit zu tun, oft ist das weit auseinander, ja, und das ist also, der Punkt ist nicht das Verständnis, darum geht es gar nicht, oder nicht so sehr, ja. Du
Du hast jetzt schon ein paar Mal angedeutet, dass da ein großer Plan dahinter steckt, dass das systematisch gemacht wird, dass das eine geniale Idee ist, in Anführungsstrichen. Was geht dann in den Köpfen der Leute vor, die diese Sachen durchsetzen, die diese Sachen beschließen, die sich aktiv dafür einsetzen, die die Entscheidungen treffen? Was geht in den Köpfen vor? Ist es so, dass sie es gar nicht wissen, was sie damit anstellen? Oder ist es auch teilweise so, dass sie wissen, was sie damit anstellen? Und was geht dann in diesem Moment in dem Kopf vor? Ja, da gibt es einfach ganz viele Aspekte, ne? Man muss einfach wissen, es gibt zum Beispiel Schwerverbrecher, die sitzen im Gefängnis. Es gibt aber auch Schwerverbrecher, die sehen wir täglich im Fernsehen mit teuren Anzügen und die ganze Aufmerksamkeit bekommen der Gesellschaft. Ja. Ich habe mal ein Video gesehen von jemandem, der hat Psychopathen untersucht und der hat versucht, das bildlich den Zuschauern klarzumachen, was in so einem Menschen vor sich geht. Und der hat es so gemacht. Der hat es folgendermaßen gemacht. Er hat ein Stück Papier zusammengeknollt und hat das so weggeschmissen auf die Bühne und hat gesagt, das, also sinngemäß, das entspricht dem inneren Vorgang eines Psychopathen, wenn er Leiden von anderen Menschen wahrnimmt. Also ich kann es jetzt, es ist schwierig, das wiederzugeben. Also die haben keine Empfindung, die haben keine Empathie. Die haben kein Mitfühlen. Das heißt, wenn jemand leidet oder stirbt, das macht mit denen nichts. Das ist so, wie wenn man ein Stück Papier fallen lässt. Das ist für ihr inneres Erleben dasselbe. Ja, also das ist einfach sehr vielschichtig. Und um das ein bisschen greifbarer zu machen, kann man sich mal vorstellen, dass jemand, wenn der aufwächst als Kind zum Beispiel, wenn der sehr viel Ohnmacht erlebt hat, ja, zum Beispiel durch Eltern, die gewalttätig waren, unberechenbar, ja, also wo das Kind keine Möglichkeit hatte, sich zu entfalten, sich zur Wehr zu setzen, dann kann es sein, dass in der Entwicklung das Kind den Spieß umdreht und sagt, ich will diese Ohnmacht nie wieder erleben. Ich hau jetzt auf meine Schulkameraden ein. Ich hau alles, was mir in die Quere kommt, mache ich platt. Ja, also dass sozusagen das Gefühl der Ohnmacht kompensiert wird durch Machtmissbrauch und Gewalt. Und dann haben wir eben die, die dann im Gefängnis landen. Wir haben aber auch möglicherweise die, die ganz oben in der Politik und der Wirtschaft stehen. Ja, da läuft es ein bisschen intelligenter. Aber der Punkt ist, dass diese Menschen Ohnmachtserfahrung aus der Kindheit, also Hilflosigkeit, Ohnmachtserfahrung aus der Kindheit, permanent durch Machtausübung kompensieren müssen. Das heißt, diesen Leuten geht es nur um Macht und zwar ununterbrochen. Die können das nicht lassen. Das geht nicht. Die können das nicht lassen. Die müssen das machen, um sich in der Regulation zu halten. Deswegen ist alles, was für die Machtausübung bedeutet, ist, da erleben die eine Art von Lebendigkeit. Es ist ein Pseudokontakt. Ne? Und da kommt die Energie her. Und da das sozusagen mit Überlebensebenen zu tun hat, also mit Erfahrung von Lebensbedrohung als Kind, ist da extrem viel Energie dahinter. Ja, also das ist der Raum, wo das herkommt. So, und dann habe ich eben Menschen, die dann die ganz viel Energie haben, um immer mehr Macht anzuhäufen. Und bei denen geht nicht so viel im Kopf ab. Die spüren einfach eine Art von Erleichterung, wenn sie einen Machtzuwachs haben. Ja. Und das hält aber nicht, ne? Das ist wie eine Droge. Man braucht immer mehr. Man braucht einen höheren Posten, noch mehr Macht, ne? Weil der eigentliche Konflikt nicht angerührt wird. Und das interessiert die nicht, wie viel die Menschen leiden. Das interessiert so jemanden nicht. Weil das würde ja das Setting bedrohen. Das wird also in jedem Fall ausgeblendet. Ne? Und gehst du davon aus, dass sozusagen die meisten das zwar wissen, aber halt es nicht interessiert, sie nicht interessiert, es ihnen egal ist, keine Empathie haben. Oder gibt es auch Leute, die das überhaupt nicht wissen, was sie damit anstellen? Das Leute in diesen Positionen. sind ja alles Vari also es hat ja alles eine Bandbreite. Ne? Es gibt Menschen, die haben gar keinen Bezug zu, wie soll ich sagen, schwachen Anteilen. Ja, wenn die jemand sehen, der schwach ist und leidet, dann entsteht in denen Hass, weil die das in sich selber abwehren müssen. Ja, die hassen Menschen, die hilflos und schwach sind und bedürftig. Die hassen die.
Ja, weil sie sich eben mit dem Gegenpol übermäßig identifiziert haben. Es gibt eine ganze Bandbreite. Aber der Grundmechanismus ist immer der gleiche. Ja. Der Grundmechanismus ist, dass die Gesellschaft polarisiert ist in Menschen, die die Kraft in sich unterdrücken, und in Menschen, die Schwäche und Bedürfnisse unterdrücken. Und so finden die sich. Wir haben die Herrschenden und die, die sich unterwerfen. Und der Punkt ist, dass zwischen denen kein Austausch passiert. Ja, wenn dieser Austausch passieren würde, dann würde in den Untergebenen oder denen, die sich unterwerfen, würde die Kraft frei werden. Und die, die die Macht ausüben, bei denen würden die weichen, die schwachen, ja, Gefühle aus der Kindheit hervorkommen. Ja. Ohnmachtsgefühl, Hilflosigkeit. Und über diesen Austausch würde dann die Gesellschaft heilen und diese Pole würden sich auflösen und es würde eher auf gleicher Ebene ein Austausch stattfinden und die Gesellschaft wäre heil. Aber das passiert nicht, leider, ja, weil diese Teile nicht kommunizieren. Ja, das heißt, wenn man den einen oder anderen Politiker in eine lokale Gruppe einladen würde, dann könnte man da zum Beispiel über das ehrliche Mitteilen dort was bewegen. Ja, das Problem ist, dass diese Leute alles tun würden, nur nicht das. Okay. Das heißt, von diesen Leuten kann das nicht ausgehen, weil die das in jedem Fall abwehren müssen. Aber der Rest der Bevölkerung kann das machen. Und wenn in einer Gruppe oder in einer Gesellschaft eine kritische Masse an Menschen erreicht ist, die diesen Austausch können und praktizieren, dann kann sich dieser Teil nicht mehr halten mit Machtmissbrauch, weil da keine Energie mehr hinfließt. Der wird einfach nicht mehr gebraucht. Ne? Also die Änderung, die geht von denen aus, die leiden und die eben merken, ich möchte nicht mehr, ich möchte meine Freiheit haben. Ja. Und da ist eben die Gefahr, ne, wenn der Teil dann zum Beispiel in Richtung Kampf geht und dann eine Revolution anzettelt, dann ändert sich wieder nichts. Das hatten wir ja auch in den letzten 1000 Jahren, dass dieser, ja, wenn dann da Bewegung reinkommt, dann wird einfach die Führungsmannschaft ausgetauscht oder selber wird man dann zur Führungsmannschaft, dann dreht sich das einfach um, aber ändern tut sich nichts, weil immer noch kein Austausch stattgefunden hat. Also die Pole bleiben dann bestehen. Wir müssen von Kampf, Flucht und Todstellen zur Kommunikation kommen. Das ist der Schlüssel. Klingt sehr einfach, wenn man es so runterbricht, aber es ist auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung. Menschen, die man kann die Menschen nicht abholen mit Informationen. Beziehungsweise man kann sie nur abholen, wenn schon eine gewisse Basis schon mal da ist, oder? Eine gewisse Verbindung zu sich, also zu eine gewisse Bindung, Kommunikation, Verbindung. Wenn das gegeben ist, dann kann man mit Informationen, mit Wissen weitermachen. Aber vorher ist das quasi wie, ich nehme ein 10-Liter-Fass und kippe es in ein Glas Wasser rein. Ja, es geht ja gar, es geht nicht um Informationen, ja. Es geht um Kontakt. Ja. Und um das Beispiel nochmal zu nutzen, es ginge darum, zum Beispiel zu fragen, wie fühlst du dich denn jetzt gerade? Wie geht es dir denn mit deinen Ängsten? Ne? Dann kann ich einen Kontakt herstellen. Okay. So, ist von deiner Seite noch irgendwas, was du sagst, wir sollten das jetzt in diesen Podcast mit einbauen? Auch in Hinsicht auf das, was wir schon besprochen haben, ist noch irgendwie so ein Aspekt, wo du sagst, hey, das müsste jetzt unbedingt noch mit rein. Ja, vielleicht, es ging ja viel um dieses ehrliche Mitteilen und diesen Kontakt. Und da kann möglicherweise bei denen, die hier zuschauen, zuhören, die Idee entstehen, dass es was mit Schwäche zu tun hat oder dass man sich da verletzlich macht. Und das möchte ich zum Abschluss noch erklären. Das ist nicht der Fall, sondern es ist genau das Gegenteil der Fall. Das ehrliche Mitteilen ist das Mächtigste, was es gibt. Weil, wenn ich sagen kann, ich fühle mich ohnmächtig, traurig, stark, wütend, wie willst du mich dann noch besiegen? Das geht nicht, weil das Ego schon weg ist. Ja? Sobald ich mich ehrlich mitteilen kann, ist hier kein Ego mehr, gegen das man irgendwie kämpfen könnte. Das heißt, wenn ich mit dem ehrlichen Mitteilen anfange, dann löse ich nicht nur mein Ego auf, sondern auch das vom Gegenüber. Ja, und das haben einige auch schon in interessanten Konstellationen mit Behörden ausprobiert und es hat eine massive Wirkung. Also dieses ehrliche Mitteilen ist extremst mächtig. Wie bist du darauf gekommen? Einfach kam von innen heraus, aus der Erfahrung, dass das aus deiner praktischen Arbeit, dass das der Schlüssel ist? Das habe ich in meinen Büchern ausführlich beschrieben, wie das
entstanden ist, das hat damit zu tun gehabt, dass ich lange darüber meditiert habe und gebetet habe über die Situation, dass wir ja nie genug Therapeuten haben werden, schon gar nicht in den, also nicht mal in den reichsten Ländern, schon gar nicht in Afrika und sonst wo. Wir brauchen also etwas, was, wir brauchen was anderes, womit viele Menschen ohne Spezialist in die Transformation kommen können. Und dann ist das in der Meditation plötzlich in meinem Geist erschienen, also es ist von oben gekommen. Okay. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick von dir. Du hast ja schon am Anfang angedeutet, gleich zu Beginn des Gespräches, es ist einmal eine riesige Chance zur Transformation, zur Veränderung. Es ist aber auch gleichzeitig eine Gefahr in Anführungsstrichen Richtung komplette Zerstörung. Wie ist dann dein Gefühl? Wie schätzt du die Lage ein? Wo wird es jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten hingehen? Ja, wie soll ich sagen, die Richtung entwickelt sich ja schon. Es gibt ja quasi Teile der Menschen, die schon so eine Art Parallelgesellschaft aufbauen. Und diese neue Gesellschaft wird auf den inneren Bewegungen der Menschen basieren und der Kommunikation davon. Das ist die Basis der Gesellschaft der Zukunft. Und von dort wird sich alles entfalten. Heute ist es genau umgekehrt. Das, was in uns passiert, wird verleugnet, wir tauschen uns nicht darüber aus und es geht um Veränderungen im Außen, ja, zur Kompensation. Also es wird sich alles genau umdrehen und das wird unspektakulär von außen aussehen, ja, weil mit diesem Austausch alles zur Ruhe kommt. Das ganze Aufgewühlte, was wir jetzt haben, was nur eine Repräsentanz des Überlebenskampfs der Nervensysteme ist, wird alles zur Ruhe kommen. Es wird einfach sehr ruhig und friedlich werden. Ja. Okay. Und also sagen wir mal, dieser Gegenpol, die neuen Gemeinschaften, die neue Richtung, wo auch quasi die ehrlich miteinander kommunizieren, die Gefühle austauschen, da wird es doch auch gewisse Spannungen geben zwischen dem, was aktuell da ist. Also wie stellst du dir da diesen ruhigen Transformationsprozess vor? Oder wie kann sich das der Zuschauer vorstellen, dass das ohne viel Trara vonstatten geht, ohne viele auch Schwierigkeiten für die Leute, die quasi dieses Neue aufbauen. Solange die Menschen, die jetzt das Neue aufbauen, nicht in die Falle von Kampf, Flucht oder Tod stellen, also die Überlebensebene zurückfallen, gibt es kein Problem. Okay. Ja, solange wir im Austausch, in der Kommunikation bleiben, geht die Energie hoch und wir sind dann oberhalb der Überlebensebene und auch oberhalb des Einflusses des Bösen, könnte man sagen. Und ab einem bestimmten Energieniveau hat das Böse, was immer Trennung erzeugen will, keinen Einfluss mehr. Und ich hatte dazu auch mal ein Video gemacht, in Bezug auf lokale Gruppen. Wenn da zum Beispiel ein verdeckter Ermittler oder ein Agent eingeschleust wird und der versucht, die Gruppe zu zerstören, da habe ich einfach im Detail erklärt, warum das nur bis zu einem gewissen Grad an Austausch überhaupt möglich ist. Sobald eine Gruppe ein bestimmtes Maß an Austausch und Verbindung erreicht hat, ist es nicht mehr möglich, das zu zerstören oder zu stören, ja, weil die Gruppe insgesamt das Energieniveau oberhalb dieser dunklen Strukturen ist. Ich erreiche die dann einfach nicht mehr. Ich kann nur jemanden erreichen mit zerstörerischen Absichten, wenn der auf der anderen Seite noch wie so einen Anschluss hat. Wenn da aber kein Anschluss mehr ist, weil die Energie oben ist und weil alle verbunden sind, dann erreiche ich den gar nicht mehr. Ja, und diese Übergangsphase ist einfach ein bisschen holprig. Ja, und da fällt man natürlich immer zurück und dann erinnert man sich wieder. Aber das wird dann irgendwann der Punkt kommen, wo dieses unsichtbare Netz nicht mehr, also nicht mehr von destruktiven Kräften erreicht werden kann. Das ist natürlich noch eine wichtige Frage. Wie erkenne ich, dass eine Gruppe oder eine Gemeinschaft oder was auch immer, dass es sozusagen sich, dass es in die richtige Richtung geht und dass es nicht nur eine billige Kopie ist von dem, was aktuell schon da ist, mit einer anderen Verpackung? Ja, genau, das ist eine coole Frage. Das erkenne ich ganz einfach daran, ob es primär um Austausch, um das ehrliche Mitteilen dessen geht, was in mir los ist. Wenn eine Gruppe sich nur um äußere Dinge kümmert und nicht austauscht, was an Gefühlen und Gedanken da ist, also wenn es nicht um das Verbinden an sich geht, ja, dann ist es nicht eine Gruppe der neuen Zeit, sondern sind die Menschen verloren in äußeren Projektionsflächen. Aber jede Gruppe, die dahin zurückfindet, die sozusagen den Kennenlernprozess des Sich-Verbindens als einen isolierten Prozess begreift und auch lebt, ne, und das isoliert löst und dann sich um die äußeren Dinge kümmert,
da bin ich in jedem Fall richtig. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt langsam aber sicher am Ende angekommen. Und möchtest du den Zuhörern noch einen letzten Satz mitgeben oder einen letzten Aspekt? Ja, gerne. Was ich immer gerne sage zum Schluss ist, das Gefühl von Hilflosigkeit, Ohnmacht, Verzweiflung, was viele Menschen haben, stammt aus der Kindheit. Und es ist nur, in Anführungszeichen, nur noch ein Gefühl, ein Zustand des eigenen Körper-Geist-Systems. Es ist aber keine Realität mehr. Und das ist einfach wichtig zu wissen. Das Gefühl, was wir jetzt haben, hat nichts mehr mit der Realität zu tun, weil wir sind jetzt nicht ohnmächtig, hilflos und ausgeliefert. Dieses Gefühl stimmt nicht mehr. Okay, gut, dann lassen wir das einfach mal zum Schluss so stehen. Für die Leute, denen es gefallen hat, teilt das Video bzw. den Podcast gern auch weiter, schickt es an an eure Mitmenschen, gebt uns auch gern Feedback. Für diejenigen, die es auf YouTube sehen, könnt auch darunter kommentieren gern, könnt noch Fragen stellen oder Kommentare abgeben. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir, lieber Gopal. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke dir.